Yo Leute, ich bin Ali zusammen mit Luca. Und wir haben unsere letzte Folge, beziehungsweise die letzten beiden, je nachdem. Also ich denke, den Pepper werden wir wahrscheinlich in zwei Folgen hier aufteilen. Denn wir machen jetzt sozusagen den kleinen Abschluss von unserem Community Universe auf ja, im Videoformat sozusagen. Und haben das letzte Mal Takeover und diesmal ist es Takeover Heilige Schildkröte. Also gepriesen sei die Ehrenschildkröte, würde ich mal sagen. Und wir haben ja 14 Matches insgesamt, also eine Menge. Seid ich traurig, falls euer Core irgendwie nicht vorkommt oder so. Wie gesagt, wir werden das Ganze im Stream weitermachen. Also da keine Sorge auf jeden Fall. Wir starten rein mit einem Match, was ja Best of 7 ursprünglich sein sollte. Ich weiß jetzt gar nicht mehr aus dem Kopf, wo wir sind. Es kann sein, dass wir bei 2-1 oder 2-2 sind. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall sind es wieder Gary Hughes und Gordon Gundolf. Und wir werden schauen, wer jetzt hier beim Pay-Per-View den alles entscheidenden Sieg holt. Wir gehen auf Zufall. Und es ist Gary Hughes. Ich glaube, jetzt sind wir vielleicht bei 2-2. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kannst du mir gerne in die Kommentare schreiben. Ja, und da haben wir auch das nächste Ding und das ist das erste Match, was wir heute Abend ansehen werden, nämlich Schnuffeltuch gegen El Dorado. Wäre lustig. Ach ja, stimmt, ich erinnere mich. Wir hatten ja in der Arena diesen Texturbug. Geil. Naja, es ist wie es ist. Takeover, Heilige Schildkröte, hat trotzdem die Schildkröte genau in der Mitte. Ja, und wir sind heute in Berlin. Genau, wir sind in Berlin, das kommt auch dazu natürlich. Hier aus der Zitadelle, live in Spandau, kommt Schnuffeltuch, Schnuffeltuch, it's Schnuffeltuch raus und will hier heute Abend die European Championship holen gegen den aktuell amtierenden Champion El Dorado. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, durch die ganze Erfahrung, die El Dorado hat, wird der Champion hier schon eher den Vorteil haben. Aber was man nicht vergessen darf, dass Schnuffeltuch in letzter Zeit auf jeden Fall auch öfters mal gewonnen hat. Ja, ist ja auch bei den Livestreams, bei den House-Shows regelmäßig sehr gefährlich. Aber wie gesagt, ich glaube, die Erfahrung und auch die kybernetischen Verbesserungen im Körper von El Dorado, in Form beispielsweise seines linken Auges, werden hier potenziell den Unterschied machen können. Ja, wir werden sehen. Also dann, El Dorado, der wie immer traditionell in seiner Weste in den Ring kämpft, gegen Schnuffeltuch, der ebenso mit Weste und Schnuffeltuch kämpft. Also es ist hier das Duell der Wrestler mit Klamotten im Ring. Also generell sollten sie sowieso Klamotten haben, aber ihr wisst, was ich meine. So, Referee, ring the bell, let's go. Und Schnuffeltuch legt dir sofort los. Ja, Schnuffeltuch mit großer Aggression und Frustration eventuell auch. Hat er schon das eine oder andere Mal eine Championship-Opportunity eingefordert? Die kriegt er jetzt hier. War ja auch am Anfang in der ersten Folge Night Wrestling im Turnier, wenn ich mich richtig erinnere. Und hat da leider es nicht geschafft, Champion zu werden. Aber will jetzt hier European Champion werden, aber fliegt erstmal daneben. Ja, es ist so ein bisschen so ein Thema für Schnuffeltuch. Es ist das eine oder andere Mal nicht gut gelaufen. Aber genau dasselbe könnte El Dorado eigentlich auch sagen. Aber letztendlich hat das dann hinbekommen, hat hier sein Potenzial eingelöst. Ich habe gerade schon gedacht, Schnuffeltuch muss jetzt schon aufgeben. Ja, der Sleeper Hold da. Aber der klassische Konter, angelehnt an sein Vorbild. Hier ausweichen und... Oh Gott, mit dem Fuß wieder hoch ans Kinn und bis zwei schon. Schöner Big Boot da. Und wie du schon richtig feststellst, der Two Count, also Schnuffeltuch hat hier Großes vor. Hat er jetzt irgendeine Art Submission Hold
eingeloggt. Eldorado kann sich direkt wieder befreien. Löst sich aus dem Submission Hold, aber Schnuppeltu blickt sofort weiter nach hier. Und will jetzt hier wahrscheinlich geflogen kommen. Lauert in der Corner, geht durch den Seiler und face first in den Boden. Oh my freaking God. Ja, wir haben leider eine kleine Situation mit den Texturen da unten auf dem Boden, wie ihr vielleicht sehen könnt. Das Ganze ist nicht beabsichtigt, das Ganze ist leider 2K24 in its prime. Alter. Also Schnuppeltuch zeigt dir, dass er Champion werden möchte hier heute in Berlin. Face first mit dem Gesicht in den Boden gerammt, der BFT. Oh nein, und was kommt jetzt? Und oh Gott, Elbow Drop in den Rücken rein. Der Champion ist auf dem Struggle Bus. Und, oh nein, Crossroads. Nein, warte mal. Und noch einer. Und der dritte. Und dann war's das. Wir haben einen neuen Champion. One, two, what? Was? What? Ein Crossroads. What? Würde jetzt das Torbild von Schnuffeltuch sagen. Mit dem Knie in die Fresse gerammt. Aber eine Sache, die man Schnuffeltuch anmerken muss, er ist nicht am Verzweifeln, er legt sofort weiter nach und das ist auf jeden Fall ein Vorteil für ihn, aber fliegt hier erstmal daneben. Ja, war ein unnötiges Risiko, was er gegangen ist und da gibt's den Lariat. Aber Schnuffeltuch macht's gut, er rollt sich erstmal an die Seile, aber Eldorado kommt mit dem Spear nach draußen. Ja, Shoulder Tackle, Spear, wie man es auch immer nennen will. Auf jeden Fall war es ein harter Impact. Aber das ist jetzt nicht so ganz erlaubt. Oh Gott, der Ref lässt hier einiges durchgehen. Das Ganze hier ist kein No-Disqualification-Match. Keine Sorge, davon werden wir im Laufe der Nacht auch noch genug sehen. Sprichwort Hardcore Championship. Ja, aber... Au! Schnuffeltuch. Schnuffeltuch kommt wieder daneben geflogen. Oh Gott. Alter, was zur Hölle? Schnuffeltuch macht hier einen auf Prime Rey Mysterio, aber leider no water in the pool, würde ich mal sagen an der Stelle. Und Eldorado nutzt das jetzt hier aus. Oh Gott. Oh Gott, Schnuffeltuch. Ja, man könnte fast sagen, es war eine Racheaktion, weil wenn ihr euch erinnert, vorhin gab es den BFT hier auf den harten Boden draußen und jetzt hat Eldorado sich gewehrt und das Ganze bei Schnuffeltuch gemacht. Wie der ein oder andere es schon gemerkt hat, wir haben keine Matten draußen auf dem Boden. Das ist alles Beton. Da sind keine Matten am Boden. Also, da tut der Aufprall noch mehr weh. Und, oh Gott. Eat the feet, big boot ins Face vom Challenger. Oh, what? Oh Gott. Das war aber schon 2,9. Und Eldorado legt jetzt hier auch weiter. In die Ecke, wo jetzt mittlerweile wieder das Turnbuckle-Fett dran ist. Üble Overhand-Chops und da antwortet Schnuffeltuch mit den Knife-Edge-Chops und da soll jetzt auch noch die Powerbomb in die Ecke. Oh my God, der Champion ist am Wahnsinns... warte mal. Oh my! Diesmal klappt's! Und auf den Betonboden. Suicide Dive, Tornado DDT. Und Schnuffeltuch ist hier drauf und dran, Champion zu werden. Also es sieht gerade echt schlecht aus für unseren Champion. Schnuffeltuch rollt ihn jetzt hier wieder rein. Nur im Ring kann er gewinnen und geht aufs dritte Seil. Und ultimatives Risiko für den Challenger. Oh Gott, und das kann sich jetzt auszahlen. Frog Splash on the Top Rope. Aber er covert nicht, er will nachsetzen. Und Ali, ich glaube, wir wissen, was jetzt kommt. Oh mein Gott, der Konter vom Champion. Und das Cover, und das könnte es gewesen sein. Flying Forearm vom zweiten Seil. Oh, kipp ab. Was? Schnuffeltuch springt einfach wieder auf und... Oh mein Gott. Military Press Power Slam.
Und das könnte es jetzt gewesen sein. Er müsste nur noch covern, aber er will nicht covern. Er legt noch mehr nach. Und geht jetzt hier auf den Arm vom Champion. Ja, der Flying Forearm, der Springboard Forearm, der hat ihm gerade nicht geschmeckt. Und vielleicht will er jetzt hier den Arm ausschalten, um die Punches vom Champion ein bisschen weniger effektiv zu machen. Jetzt hebt er ihn hier auf und... Rechte Hand ins Fressbrett, schöner Bulldog hinterher. Fängt jetzt hier an zu posieren. Der Champion findet sich wieder on the outside. Wieder und wieder gibt's den Tornado DDT. Und auf dem Betonboden, wie schon gesagt. Das zweite Mal jetzt schon. Also ich bin mir sicher, Schnuffeltuch müsste einfach nur covern und dann wär's es gewesen. Ja, denke ich nämlich auch. Aber ja. Dieses... Mein Gott. Das war ein Superman-Punch oder sowas, glaube ich. Ja, sah so aus. Aber da muss man wirklich zugeben, eigener Fehler von Schnuffeltuch. Der war eben schon auf der Top Rope, hat den Frog Splash delivered, aber jetzt befindet er sich auf der Top Rope, aber da will er, glaube ich, gar nicht sein. Oh no. Oh, oh nein. Nein. Bitte oh nein. Nicht! Okay, oh. Vom dritten Saal runter. Und... Ja, Ali, das könnte es gewesen sein. Es ist wie beim Fußball. Machst du sie vorne nicht, kriegst du sie hinten rein. Schnuffeltuch kommt raus. Und... Oh nein, oh nein. Dark Matter! Oh und das war's. Aber die Hand, die Hand, Referee, die Hand! Die Hand! Die Hand lag unterm Seil. Oh mein Gott, so ein gutes Match wird auf so kontroverse Weise beendet. Und, ja, ich bin mir sicher, Eldorado hat's gesehen. Glaubst aber du? Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er das gesehen hat. Eldorado tut alles, was es braucht, um Champion zu sein und Champion zu bleiben und setzt sich hier gegen den sehr, sehr dominanten Schnuffeltuch durch. Aber ja, eigentlich wäre das Ganze kein Three Count gewesen, muss man an der Stelle sagen. Aber gut, die Entscheidung des Ringrichters ist final. Eldorado verteidigt hier seine European Championship im ersten Match der Nacht. So, da haben wir unser nächstes Match. Also technisch gesehen war das gerade nicht unser erstes Match, aber ihr wisst, was ich meine, simuliert. Also ohne Simulation. Und mit Simulation geht's weiter mit einem alten Bekannten. Ja, Drew Leisure, mein Ernstfeind, gegen Husk, weil, ja, Drew Leisure hat ja mit Chungu an der Seite letzte Woche bei Night Wrestling gegen Adrian Punk und mich verloren. Und Adrian Punk hat ja dann ein Tag-Team-Titel-Match gefordert. Ja. Und das gibt's heute im Main-Event. Okay. Und der arme Husk, der muss jetzt leidtragender sein gegen Drew Leisure, der seine Frustration an ihm auslässt. Das ist natürlich hart. Underground Championship on the line, Leute. Und wir wissen alle, wer nicht bei Underground Championship fehlen darf. Ja, natürlich auch Lightning Boy war ja schon Champion. Aber... Den meinst du nicht, willst du damit sagen? Nein, echt, ja. Der jetzige Champion ist gemeint. Der hier heute auf jeden Fall verteidigen möchte. Diesen Mann meine ich. Der Mann. Ach ja, der seine Championship nicht richtig rumtragen kann. Stimmt, ich erinnere mich. Doch, guck, er hat die doch richtig rum. Ah ja, bisschen Korrigierungsarbeit. Ich frage mich, wie das dann Backstage ist. Muss der dann da voll so die Championship rumdrehen die ganze Zeit? Der darf auch nicht zu viel zunehmen da, ne? Ja, sonst wird er ein bisschen schwierig. Noch ein bisschen Platz ist da. Aber ja, dieser Mann darf beim Underground Match natürlich nicht fehlen. Wie schon gesagt, unser Underground Champion, der auch mittlerweile längste und ja, längste Champion ist. Ja, und der einzige, der mehrmals verteidigt hat.
Beziehungsweise der überhaupt verteidigt hat, wenn ich mich nicht irre. Ja, stimmt. Und 5 Minuten Lauf! Oh mein Gott! Und das könnte schon gewesen sein. Oh Gott, das wäre beinahe die schnellste Titelverteidigung in Maximus' Karriere gewesen. Es ist halt der Klassiker. Stimmt gar nicht so ganz. Das stimmt gar nicht so ganz. Okay. Ich habe mal mit Maximum ein kleines Probetraining gehabt mit einem anderen Wrestler, den ich den Namen leider nicht nennen darf. Aufgrund Gründe, geschäftliche Gründe. Da hat Maximum innerhalb von 9 Sekunden seinen Titel verteidigt. Na moin. Also ich finde es ja irgendwie bezeichnend, dass der angebliche Superfinisher von Maximus bisher noch niemanden gefinisht hat. Ja, bis auf das eine Mal, aber wie gesagt... Ja, zumindest jetzt hier um die Underground Championship. Ja. Aber der arme Lightning Boy, der ist ja eigentlich schon nur noch Matsch, muss man auch zugeben. Wir haben jetzt eine Minute Match absolviert und ich glaube, Lightning Boy hat nicht viel anderes rumgetan, als auf dem Boden rumzuliegen. Ich glaube, der Mann ist nicht mal mehr bei Bewusstsein. Gibt es hier den Kendo-Stick, der geht aber daneben. Oh Gott, wow. Smarte Aktion von Lightning Boy. Hat da Maximus erstmal das Bein weggedropkickt. Auch Lightning Boy hat mich ja schon mal besiegt. Nicht hier bei Night Wrestling, aber er hat mich schon mal besiegt. Somersault Plancher da jetzt vom Lightning Boy, der nachsetzt, Elbow Drop hinterher und wir müssen festhalten, die Regeln sind nach wie vor nur innerhalb des Rings pinnen. Bedeutet, beide Competitor sollten versuchen, wieder reinzugehen. Alter. Oh Gott. Aber Maximus steht einfach wieder auf. Interessiert den gar nicht. Oh, wow. Oh. Oh, nächster Konter in den Konter hier. Könnte gleich denken, es geht um die Cruiserweight Championship. Jetzt geht hier wieder in den Ring. Maximus nimmt den Stuhl, mit dem er gerade abbekommen hat und will sich jetzt brechen, aber nein, Lightning Boy kann wieder ausweichen. Ich finde es ganz gut. Lightning Boy hat so ein bisschen die Schwäche von Maximus erkannt, zumindest die eventuelle, und das sind die Beine. Die sind nämlich komplett ungeschützt. Und dann macht er auch den Finisher. Also jedenfalls den einen Finisher. Hm. Und Maximus kommt jetzt hier gesprungen. Oh, schöner Crossbody. Ich glaube, das war's. Ja. Ist die Schulter von Lightning Boy da nicht ein bisschen oben gewesen? Ja, könnte man argumentieren, aber ich würde sagen, der Ref war in einer guten Position und hat seinen Call gemacht. Wobei man behaupten könnte, es war jetzt schon der zweite Call, der ein bisschen iffy war, sag ich mal. Ja, aber ja, ist nicht, also das fand ich jetzt nicht so schlimm wie die erste Aktion vom Ref. Ja, das stimmt. Also, da ist noch Argumentationsspielraum. Bei der ersten Aktion. Ja, die war ein bisschen fragwürdig. Da war echt eigentlich glasklar, dass die Hand vom Schnuffeltuch unterm Seil war. Aber was willst du machen? Der World Dragon Cruiserweight Championship. Wer kennt sie nicht? Wieder ein Titel von mir. Also bisher nur Titel von mir. Hier verteidigt worden an dem heutigen Abend. Natürlich gibt es gleich auch noch ein ziemlich hartes Match vom Aliverse. Und da wir gerade im Hintergrund kurz gesehen haben, den Deadpool oben, da würde ich mal in die Runde fragen, ob schon wer von euch den neuen Film geguckt hat, den Deadpool-Film. Schreibt gerne mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Ja, stimmt, da ist gerade ein neuer rausgekommen, ne? Irgendwie der dritte oder so? Ich bin da leider gar nicht im Thema. Deadpool Wolverine. Ich habe ihn tatsächlich auch noch nicht gesehen, aber ich würde ihn gerne gucken. Also jedenfalls zwei Genossen, die den auf jeden Fall noch nicht gesehen haben werden, denn die sind sympathisch, sind Dwayne Van Cecy und Brandon Lasseter. Und für die Adleräugigen unter euch, denen wird aufgefallen sein, warte mal, warum ist Brandon Lasseter hier? Klar, die sind Gunnar Clan, die sind im Tag-Team, alles gut, aber Brandon Lasseter ist bei Aliverse. Brandon Lasseter hat nach einer Genehmigung quasi gefragt, um hier seinen ehemaligen Tag-Team-Partner bzw. ehemaligen Cruiserweight-Champion zu begleiten, um ein bisschen moralische Unterstützung zu liefern für dieses jetzt kommende schwere Match gegen Martin.
Ja, da haben wir uns mal gedacht, kann man ja mal machen, weil ja, die beiden sehen sich ja auch nicht so oft. Und dann, vielleicht gibt es ihnen ja auch noch mal ein bisschen die Power, dass sein ehemaliger Partner, sein Freund an seiner Seite steht. Ja, Ja, dann und ich kann man. meine, die finanziellen Kompensationen, die da uiuiui, geflossen sind, haben auch gestimmt. Wobei natürlich Martin jetzt nicht so glücklich darüber sein wird. Geht er ja auch mit einer leichten angeschlagenen Schulter ins Match. Also da sieht man halt auch mal wieder, ja, Wrestler zu sein, Professional Wrestler zu sein, ist kein Zuckerschlecken. Da setzt du dein körperliches Wohlbefinden Nacht für Nacht, Woche für Woche immer wieder aufs Spiel. Aber das ist dem Mann hier egal, so wie er aussieht. Ja, der ist entschlossen, hier seine Cruiserweight Championship zu verteidigen. Cruiserweight Championship natürlich eine Division, die wir jetzt leider nicht so oft gefeatured haben im TV. Aber die Hoffnung ist, dass dieses Match jetzt nicht enttäuschen wird und ja, Nicht der so. ganze Hype aufgebaut wird potenziell. Ja, und was wir auch hoffen, ist, dass das hier nicht wieder so endet wie das erste Match, wo die ja, wo die Hand vom Schürfentuch unterm Seil war. Ja, wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass wir ein drittes Match haben, in dem es ein kontroverses Finish gibt. Ja, hoffen wir mal, weil also das gerade eben mit Maximus, das fand ich auch etwas fragwürdig. Also dann, Cruiserweight Championship online und wie man es erwartet, ist Dwayne Francisi direkt sprintend in der Offensive. Schön Und guck geantwortet. mal da hinten. Oh mein Gott, der Ja, Manager von Dwayne Francisi hat da direkt mal das Turnbuckle weggemacht. das Match ging nicht mal 10 Sekunden und er hat es jetzt schon gelöst. Also, Was ja, ich ich weiß krass nicht. finde, ist, dass der Mann da auch mit seinen Ketten um den Hals noch am Ring steht. Also Ja, ich glaube. der hat da irgendwie auch was vor, potenziell. Ja, ich glaube, Oh, da sollte oh man. mein Gott! Das Also, ich kann glaube, doch nicht Martin wahr ist. sein! Aber jetzt wurde das gerade gegen ihn genutzt. War das ein Suplex, ein Brainbuster? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall schöne Aktion von Martin. Oh! Ex-Kick! Kick to the gut, nochmal. Oh Gott! Jetzt hat er sich da in die Ecke gerobbt. Ich meine, der nächste Und Faktor, den man nicht vergessen darf, Brandon Lasseter ist auch kein Cruiserweight, ne? Also wenn er sich hier einmischen sollte, hätte der natürlich dann noch einen unfairen Wettbewerbsvorteil. Ich meine, guck den Typen an. ja. Und die Ketten, also wenn die zum Einsatz kommen. Oh Gott, jetzt schon zwei. Ich erinnere nur an John Cena bei WrestleMania 20, ne? Gegen The Big Show im ersten Match um die United States Championship. Und wie hat Big Show seinen Titel verloren? Na, Cena hat vielleicht die eine oder andere Kette um die Hand gehabt und damit zugehauen. Ja. Und hoffen wir mal, dass das hier nicht so passiert. Aber warte mal. Jetzt, was soll da kommen? Hebt jetzt den Gegner ein bisschen arrogant auf. Oh Gott. Oh mein Gott! Also bisher Martin! unser Champion ist stark dabei gerade. Und da war gerade auch noch ein Baseballschläger mit einem Ring drin. Was? Ja, der Ref hat gerade einen Baseballschläger aus dem Ring geschoben. Aber bisher hat die Ecke nur selber Schaden hinzugefügt. Ja, die mentale Stärke von Martin, trotz Verletzung hier. Oh, what the hell? Das war ein Lariat, oder? Buckshot Lariat, ja. Und aus dem Ring raus. Normalerweise geht das ja in den Ring rein. Oh mein Warte Gott, mal. aber Dwayne Francisi, der Veteran, versucht jetzt hier die Geschwindigkeit seines Gegners zu nehmen. Ja, das ist eine schlaue Taktik. Vor allem beim Cruiserweight Championship. Brent Schön auf die Lasseter Beine hält sich da gehen. hinten zurück jetzt. Und. Oh nein. Top Rope Maneuver jetzt vom Oh. Challenger. Wir dürfen nicht vergessen, Dwayne Van Seasley, erster Cruiserweight Champion. Was für ein Kick. Das könnte es Und gewesen sein. das war Knockout. Oh Gott, Kickout. Martin kommt raus. Oh mein Gott, aber die linke Schläfe von Martin jetzt schwer lädiert. Die nächste Verletzung für den Champion. Blutet da ordentlich und er geht weiter hoch rein. Benutzt das Seil und der Ref sieht es natürlich nicht, weil er da wieder im Hintergrund
da das Turnbuckle-Padding fixen muss. Also ja. die unfairen Taktiken hier von Dwayne Van Ceesley. Guck dir das da hinten an. Alter. Sag mal, Rev, kannst du den nicht mal irgendwie rausschmeißen da? Und. Oh nein. Oh Gott, oh, what the fuck? Aber Martin konnte ausweichen. Und Irish Whip ins Seil und. Der Knee Strike geht auch daneben. Eben. Was kommt jetzt? Ja, Struggle for Power. Dwayne Van Ceesley gewinnt das Ganze anscheinend. Top Rope. Hurricane Runner. So einen ähnlichen Move habe ich auch im Übrigen, aber noch nie benutzt. Und jetzt. Jetzt kommt er zurück ins Match. Martin liegt am Boden. Und. Oh, nein, schöner Jawbreaker von Martin. Geht ins Seil, kommt zurück. Pillen Kick! Und der ist K.O. gegangen. Das kannst du wissen, Ali. Ja, die Augen, die sind im Hinterkopf. Das war's. Was? Was? Ja, da regt Martin sich auch zurecht aus. Ja, auf. Das hätte es auch gewesen sein können, aber warte mal. Crossroads! Martin mit dem Crossroads für die 1, für die 2 und der Champion verteidigt. Wir haben heute schon zwei Leute gesehen, die den Crossroads benutzt haben. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem sie auch das Match beendet haben, oder? Nee. Ach, nee, stimmt. Doppeltuch, ja, okay. Ja, ich weiß wieder. Ja, Martin bleibt Champion. So. Co-Main Event, Leute. Und, ja, das erste Match vom Ali war's auch. Stimmt. Ja, gut. Wir sind ein bisschen weniger represented, Leute. Aber keine Sorge, wir sind trotzdem die bessere Show. Ah, nee. Also. Nee, bisher ist Night Wrestling schon stark dabei. Ja, das, also ich sag mal so. Nur weil wir besser sind, heißt das ja nicht, dass ihr schlecht seid. Ja, aber ich glaube, Night Wrestling ist besser. Aber so wie. Naja, wir haben ja in der nächsten Nacht, in Night 2 von dem Pay-Per-View hier, noch die Chance, das Ganze unter Beweis zu stellen, denn, wie du weißt, gibt es ein Interpromotional Tag Team Match von Night Wrestling und Aliverse. Und wir werden rausfinden, wer da der größte Boss im Ring ist, sozusagen. Ja. Aber. Ja. Ja, wir sind ja nicht mit im Match dabei, so. Ja, das stimmt. Wir können das ja auch mal gegenseitig im Ring klären. Wie wär's damit? Uff, meine aktiven Tage sind eigentlich schon länger hinter mir. Dann hol sie wieder. Aber. Bei einem Match kannst du doch mal. Ich kann ja mal mit meinen persönlichen Beratern drüber sprechen, in welchem Match ich dir am besten in den Ass kicken kann. Okay, wenn du das so sehen möchtest, gerne. Aber wir müssen uns jetzt hier um Wrestler Fankit kümmern. Der immer wieder am Start ist. Und hier geht es nicht um die Intercontinental Championship, mein Gott, sprechen. Nein, Leute, hier geht es natürlich um die Hardcore Championship. Falls Count Anywhere, Elimination Rules, No Disqualification, All That Jazz. Also hier geht es einfach nur darum, wer ist der Last Man Standing und wer kann sich am Ende Hardcore Champion nennen. Und die Spikes von Wrestler Fankit könnten direkt eigentlich mal als Waffe benutzt werden, bin ich ehrlich. Es hat ja auch einen neuen Hardcore-Champion. Genau. Bei der letzten Folge ist ja der gute Soul angetreten, um seine Championship zu verteidigen. Das Ganze hat leider nicht so ganz funktioniert. Und naja, der Grund. Ist ja die Strafe gewesen, ne? Ja, absolut. Ich meine, Soul hat einfach nicht geschafft, sich zusammenzureißen. Ist immer wieder rübergegangen zu Night Wrestling. Und hat dafür gesorgt, dass da Chaos entsteht. Ja, nicht nur bei Night Wrestling, auch bei dir. Ja, das auch, das stimmt. Die eine komplette Show, er war in fast jedem Match dabei. Das Problem ist, das Main Event dieser Show hier ist ein Championship Match. Und da ist Soul leider dabei, denn wie ihr euch vielleicht erinnert, hat Soul vor, na gut, jetzt einiger Zeit eine Battle Royale gewonnen. Und kann dadurch eine Herausforderung starten um die Championship. Naja, also nicht in dieser Folge jetzt im Main Event, sondern in der nächsten Folge im Main Event. Genau. Diese Folge, also Night 2 sozusagen. Ja.
neue Hardcore Champion. Oh my god. Und für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, es ist der freaking Sandman. Und Ali, ich glaube, ich muss mich nochmal ganz kurz unterm Tisch verstecken, weil ich habe ja schon letztes Mal gesagt, dass ich da eine kleine alte Geschichte mit dem lieben Sandman habe. Ja. Deswegen, ich bin kurz unterm Tisch, weil ich darf nicht sehen. Ja, ich sag mal so, ich würde es ihm nicht verübeln, wenn er sich verstecken würde, wenn es nur normalerweise der Sandman wäre, aber mit der Historie ist es natürlich dann doppelt schlimm. Aber man muss einfach sagen, der Sandman ist ein Hardcore-Icon, hat Soul geschlagen und ist der verdiente Hardcore-Champion. Aber es ist natürlich auch so, dass dieses Match hier natürlich ein extremer Nachteil für den Champion ist. Klar, musst du gepinnt werden, um deine Championship zu verlieren, aber rein theoretisch könnten jetzt hier die drei anderen Gegner sagen, okay, wir bünden uns erstmal, greifen den Sandman an und sorgen dafür, dass es hier einen neuen Champion gibt. Ich hoffe natürlich zum Wohl der Fairness in diesem Match, dass das nicht passiert, aber ich meine, ihr seht schon, der Sandman ist jetzt schon blutverschmiert, bevor er überhaupt wirklich zum Ring gekommen ist. Also, ja, da kann man nur hoffen, dass es für den Sandman gut läuft und der nicht jetzt schon hier irgendwie eine kleine Gehirnerschütterung hat oder sowas. Also dann, es ist angerichtet und ich glaube, jetzt ist der Sandman auch genug abgelenkt. Also ich glaube, du kannst wieder aus deinem Loch hervorkommen, Luca. Sicher, dass ich wieder hochkommen kann? Ich glaube. Also zumindest liegt der Sandman gerade auf dem Boden. Okay, warte. Okay, jetzt steht er wieder. Jetzt liegt er wieder. Jetzt sehe ich es auch wieder. Ach, ich glaube, das wird schon nicht so sein. Der wird schon nicht hier rüberkommen und irgendwas machen. Das kann ich mir kaum vorstellen. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich meine, es gibt keine Regeln, also theoretisch. Ja gut, wenn er wollte, könnte er, aber ich würde dich vielleicht verteidigen. Vielleicht. Vielleicht. Eher nicht, aber... Ach so. Ja. Ja, musst du aufpassen, dass du nicht auch selber ein DDT von mir abkriegst. Ich meine, am Ende ist der Mann on my payroll. Also ich bezahle ihm seinen Paycheck, sein Gehalt, also... Ich glaube, ja, wobei, ich weiß nicht, wie sehr Geld den Sandman motiviert, aber gut. Naja, aber wenn er mich angreifen sollte, dann solltest du vielleicht aufpassen, dass ich dich nicht verwechsel mit dem, weil sonst kriegst du auch einen DDT ab. Ich glaube, wenn du auf dem Boden liegst, kannst du mir schlecht einen DDT geben. Der Sandman geht auf jeden Fall hier auf die Top Rope. Das wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt für mich, aber der ist ja leider schon wieder unten. Alter, oh Gott, der Ringpost macht da Bekanntschaft mit dem Gesicht von Chris Rivers. Während der Sandman da in der Mitte des Rings jetzt erstmal The Beast bearbeitet. Der ja auch schon eine World Championship Opportunity hatte. Leider nicht gewonnen hat. Oh Gott, das ist perfekt. Und Chris Rivers gestikuliert da Richtung Ring, aber wird da von The Beast in den Fireman's Carry genommen. Da unten am Ringrand. Aber guck mal in den Ring, also Wrestler Fanclip. Gerade gegen den Champion. Ja, das ist so ein Clash of Styles, würde ich mal sagen. Die schnelle, dynamische Offensive gegen den Hardcore-Style. Und das letzte Argument hat der Hardcore-Style. Oh my god, Chris Rivers channelt hier seinen inneren Sandman. Ja, wir haben hier auf jeden Fall zwei Wrestler, die etwas mehr auf den Highfly achten und zwei etwas mehr Hardcore. Ja. Das ist der Fankit. Ja, Highfly. Sandman the Beast. Hardcore. Ja, ich würde sagen, Chris Rivers ist so eine Mischung aus beidem, ja. Okay. Ja, gut. So eine Aktion machst du auch nicht einfach mal so. Schöner Konter vom Irish Whip. Und The Beast hat da wieder ein Stühlchen parat. Ja, jetzt war das Sandman aber gerade ganz schön nah bei uns. Oh, what? Alter, der Vorwärtssalto aus dem Ring landet auf den Füßen, kriegt aber jetzt den Singapore Kane vom Sandman. Two Count da unten gegen Chris Rivers. Warte mal. Oh Gott. Solida del Sol und der Sandman ist ausgeschaltet. Weiß, glaube ich, gerade nicht, wo oben und unten ist. Kommt jetzt langsam wieder auf die Beine. Steht aber mit dem Rücken zu uns und zeigt den Mittelfinger, aber nicht Richtung uns, sondern Richtung andere Wrestler. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob er überhaupt gecheckt hat, dass wir hier sitzen. Ich glaube nicht.
Ich glaube, der will einfach seine Championship verteidigen. Warte mal, was kommt da? Oh, Stunner! Aber, warte mal, was hat Sandman vor? It's a Beast! Und... Ja. Alter, ein One-Count nach dem Stunner. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ali würde da nicht mehr rauskicken. Ja, in meiner aktuellen Form vielleicht nicht, das stimmt. Oh Gott, jetzt zeigt... Also die... Das Ganze hier ist nicht PG, Leute. So steht fest. Warte mal, der Sandman hat da den Piledriver ange... Oh mein Gott! Außerhalb des Rings. Ja, gute Nacht, Wrestler-Fan-Kid, würde ich mal behaupten. Aber der Ref braucht Zeit. Oh mein Gott. Ja, da hat der Ref ein bisschen zu lange gebaut. Ich glaube, das wären die drei gewesen. Aber Wrestler-Fan-Kid steht einfach wieder auf. Er steht einfach wieder. Jetzt Wahnsinn. Gehen sie beide auf den Sandman. Und oh! Oh Gott! Ja, das war eine Freundschaft, die kurz gehalten hat. Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob der Beast das geplant hat. Die Ghostline oder was auch immer das gerade war. Und das ist halt auch ein Faktor, den man nicht vergessen darf. Klar, wenn du schwerer bist, hast du Vorteile. Aber wenn du schwerer bist, ist es auch deutlich schwieriger, die Schulter vom Boden hochzukriegen. Das heißt, frequentierte Pinfall-Versuche gegen schwerere Wrestler sind halt eine Methode, den Big Man die Ausdauer zu rauben, sage ich mal. Oh, Rear European Uppercut von Chris Rivers und der zeigt hier die Arroganz, wischt sich die Schuhe am Boden ab. Aber Wrestler Fan Kid lässt sich das nicht gefallen. Schmeißt den Chris Rivers in Richtung Ring, der kann sich aber mit dem Elbow wehren. Ja, Coverversuch unten am Ring vor uns, aber Sandman kann die rechte Hand auskontern. Und ich glaube, jetzt hat er mich gerade gesehen im Augenwinkel. Er hat mich gerade auf jeden Fall angeguckt, aber warte mal. Oh, Hurricane Rana vom Sandman. Oh, Gitarre in die Fresse. Und ich bin froh, dass ich auf der linken Seite sitze und nicht auf der rechten Seite wie du. Ja, ich glaube, der Sandman ist hier voll fokussiert auf seine Titelverteidigung. Hat jetzt schon wieder hier den Piledriver im Anschlag und wieder auf den Boden gerammt. Aber da kommt der Wrestler-Fan-Kid. Oh, nee, okay. Aber der Ref, der sieht doch das gar nicht. Der kann das doch gar nicht richtig sehen. Der Ref hat hier telepathische Fähigkeiten entwickelt. Kann spüren, ob die Schulter auf dem Boden war. Und die war es anscheinend nicht. Chris Rivers weiterhin in diesem Match. Aber der Beast jetzt mit dem Powerbomb. Ansatz! Und das war's. Der Sandman wird gecovert von The Beast. Aber Sandman kommt raus. What in the freaking hell? Wie? Also. Und guck mal nach hinten. Ja, da kommt der Sandman an mit dem Lariat. Und Wrestler Fan Kid gegen The Beast. Oh mein Gott, nutzt ihr die Schnelligkeit? Schöner Knee Strike, schöne Head Scissor Takedowns. Sandman mit der Gitarre da hinten. Oh mein Gott, der Sandman verzichtet auf seinen Singapore Cane. Der benutzt lieber eine Gitarre, hat seine musikalische Seite entdeckt. Rennt jetzt hier ein bisschen sinnlos rum. Aber Chris Rivers hat es noch nicht gesehen. Doch, er hat es gesehen. Oh. In den Magen. Und warte mal, Wrestler Fan Kid muss nicht aufgeben. Kommt raus. Und ja, wie schon gesagt, der Boden ist hart, Beton, keine Matten. Warte mal. Und ich schon wieder. Stunner! Und das war's. Böse Beast. Alter, die Kickouts. What the freaking hell? Und da oben wird Sandman nicht in den Ring geworfen. Oh, oh, Elevated Flatliner. Holy shit, Alter. Stunner! Also hier geht's hin und her einfach nur. Der Sandman in big trouble. Kommt aber raus. Keine Elimination bisher. Aber wenn sie da mal fallen, dann fallen sie schnell. So ist es eigentlich immer in solchen Matches. Wenn da mal wer rausfliegt, dann dauert das nicht lange, bis der nächste auch wieder rausfliegt. Ja. Jetzt. Alter. Oh Gott.
Und das hätte auch schief gehen können. Dass der Sandman hier immer noch im Match ist, in dem Alter, in dem der Mann sich auch schon befindet. Also, da sieht man... Ja, die Gitarre. Oh Gott, gegen Rusty Frank gibt dann Rücken. Alter. Und Bulldog! Das Alter ist nur eine Zahl. Das sieht man gerade am Sandman. Der ist einfach ein Sadist, der Mann. Und ins Gesicht da gegriffen. Und in die Steel Steps nochmal rein. Oh, und der Punch hinterher gegen The Beast. Und der liegt jetzt ziemlich K.O. am Boden. Das Cover für die 2. Und wieder keiner raus. Und Chris Rivers sucht jetzt nichts unterm Ring. Geht einfach nur eine kleine Runde, um sich auszuruhen. Und The Beast wird in den Ring geworfen. Ja, wir sind gefühlt das erste Mal seit 10 Minuten wieder im Ring. Aber nicht lange. Doppelmittelfinger da. Ja, die beiden hassen sich. Was anderes kann man da, glaube ich, nicht sagen. Und oh, gegen das Bein gesprungen. Das war gut gemacht von Wrestler Fankit. Nächstes und Cover. Ich hab's gesagt. Die Cover gegen die Big Man. Das ist der Way to go. Und wieder nur ein knapper Two-Count. Also, ich glaube nicht, dass The Beast noch viel aushält. Naja, glaube ich auch nicht. Doch nicht auf dem Stuhl. Auf dem Tisch. Das war knapp. Ja, aber ich glaube, der Sandman hat auch ein bisschen die Nehmerqualitäten von The Beast ein bisschen unterschätzt. Hat da ein bisschen Arroganz gezeigt. Zahlt jetzt den Preis. Und da ist die nächste Gitarre. Sag mal, sind wir hier Musik aus Spandau oder was? Oh Gott! Und die Gitarre wird einfach so weit geworfen, bis sie The Beast trifft. Und zwar ganz genau ins Gesicht. Ja. Also, einer der Sponsoren unserer heutigen Folge, Musikhaus Spandau! Und wieder gegen The Beast. Und das war's. Und der Ref zählt da hinten. Aber sieht wieder, dass The Beast die Schulter nach oben kriegt. Ja, Chris Rivers gestikuliert da jetzt auch, sagt, die Nummer ist jetzt vorbei, konzentriert sich aber doch lieber auf Wrestler Fankit. Oh, aber und da kommt Beast. Denkt sich, nicht mit mir. Ich will dich zerstören und niemand anderes. Und hätte das Takedown wieder im Ring. Auf den Tisch darauf gehauen. Es ist klar, dass er jetzt halt unseren Rücken ein bisschen wehtut. Aber es juckt ihn nicht. Es gibt jetzt... Leapfrog. Ja, und... Back Pony Drop! Autsch! Und Wrestler Fankit ist mit dem Arm auf den Tisch gelandet. Und... Beast jetzt draußen wieder gegen Chris. Oh Gott! Das wäre beinahe die Treppe gewesen. Also das, was davon übrig ist. Weil der andere Teil liegt da hinten rechts. Diese vier Krieger hier, die geben sich nichts! The Beast jetzt draußen lauert auf Chris Rivers. Das könnte es gewesen sein. Geht wieder für die High Angle Powerbomb. Oh! Sit out! Cover jetzt auch da hinten. Doch, jetzt covert er. Aber der Rap. Okay. 3. Also ich finde die Entwicklung von unserem Referee krass. Davon, dass er nicht mehr sieht, dass eine Hand unterm Seil ist, bis zum durch den Ring gucken und einen Count von irgendwie 20 Meter Entfernung machen. Respekt auf jeden Fall. Und jetzt Stoppschild gegen Candlestick und das Stoppschild gewinnt natürlich. Und wirft einfach noch drauf und Sandman steht jetzt daneben, lässt. Jetzt Wrestler Fankit hier das Cover. Das nächste Cover gegen The Beast und ich glaube, das war es jetzt für ihn. Das ist einfach zu viel gewesen. Und nochmal der Kick-Off. Stinkefinger. Oh Gott, und das war keine gute Idee von Sandman, dass er da den Stinkefinger gezeigt hat. Da hat er Der Mann Waffe. Geht unter mit Ehre, aber er geht unter. Der Sandman verliert seine Hardcore Championship heute. Und jetzt ist es entweder Wrestler Fankit oder The Beast, der hier neuer Champion wird. Und ich glaube, ich weiß, wen ich nehme bei den beiden. Oh, Konter? Ich glaube, ich bin mir auch ziemlich sicher, wen ich nehme. Was für ein Slam, Alter. Auf den Stuhl geworfen. Und der Sandman ist auch immer noch hier. Ich glaube, der will dich doch. Oh, oh, kommt jetzt in unsere Richtung. Ja, überlegt sich das nochmal anders. Ja, kommt da nicht durch? Durch. Und... Oh, und vor dem Sandman das Singapore Cane kaputt gemacht. Der Disrespect. Aber Wrestler Fankit passiert jetzt noch mehr. Oh, Scoop Slam. Geht aber nicht fürs Cover.
Und Sandman steht da immer noch. Kommt hier nicht durch. Und der Chokehold vor Sandman. Camel Clutch locked in. Du musst den Griff lösen. Und das hat Wrestler Fankit geschafft. Oh, und The Beast ist da mitten. Kopf vorwärts aufs Stoppschild und... Solida del Sol! Und das war's. One, two, three. Und ich hab gesagt, Wrestler Fankit holt das und er holt's. Wrestler Fankit, neuer Hardcore Champion. Hätte ich nicht gedacht. Ich hab ehrlich gesagt The Beast gemeint. Aber krass, dass Wrestler Fankit hier wirklich den Erfolg holt. Sich ja fast unsterblich macht als erster Hardcore und Intercontinental Champion. Starkes Ding, Mann. Main Event of the Evening, Leute. Und das Ganze wird wieder oldschool, klassisch, nur ich sein. Denn wir haben Black Knight hier im Main Event von Heilige Turtle Takeover, Heilige Schildkröte, wie man auch immer will, im Main Event. Denn ja, es gibt hier ein Championship-Match, aber nicht um die World Championship. Der Mann hier, Adrian Punk, verteidigt heute Abend seine World Championship nicht, sondern er kämpft heute Abend um die Tag Team Championship und das zusammen mit seinem, ja, fast Best Buddy, kann man inzwischen fast sagen, dem guten Black Knight. Und ich meine, Adrian Punk, nicht umsonst World Champion, eine lange Fehde mit Soul, aber auch irgendwie generell mit so ziemlich jedem bei Night Wrestling. Also der Mann ist auf jeden Fall gefährlich. Hat heute Abend hier seine Entourage, also seine beiden Buddies, nicht dabei. Das Ganze hier wird clean bleiben. Nur die Champions und Black Knight sind dabei. Hier in diesem Kampf um die Ehre, um die Championship, um die heilige Schildkröte. Da hören wir auch schon die Musik des GMs von Night Wrestling. Es ist Black Knight. Und das wird natürlich eine große Herausforderung, hier die Championship zu erringen. Aber wie gesagt, wenn du den World Champion deiner Brand hast, dann bist du auf jeden Fall schon mal ganz gut aufgestellt. Also dann warten wir mal auf die Champions. Da haben wir Doc Meade und Roadblock, die Night Wrestling Tag Team Champions, begleitet von Salt, ihrer Managerin. Und ja, was gibt's zu sagen zu den Acolytes of the Bomb? Also als erstes kann man mal sagen, das Potenzial, was sie hatten und was sie haben, konnten sie bei Night Wrestling nicht ganz ausschöpfen. Waren dann auch irgendwie öfter mal so in Multi-Tag-Team-Matches, Multi-Man-Tag-Team-Matches, und da ist das Ganze nicht so gut ausgegangen für sie. Aber als sie dann angefangen haben, die Chancen zu kriegen, die sie verdienen bei Night Wrestling, sind sie Champions geworden und konnten diesen Status auch bisher ziemlich unangefochten verteidigen. Und ja, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen den Aliverse Tag-Team-Champions und den Night Wrestling-Tag-Team-Champions, bin ich mir gar nicht sicher, wen ich da nehmen würde. Die Powers of Pain oder die Acolytes of the Bomb. Aber whatever. Hier geht es jetzt, wie gesagt, um die Night Wrestling Tag Team Champions. Championships. Nicht um die Champions. Die sind hier nicht zu gewinnen. Black Knight und Broken Adrian Punk. Und da sind die Acolytes of the Bomb. Mal schauen. Erstes Main Event von Takeover, Heilige Schildkröte
Und die Stimmung hier in der Arena ist sehr angespannt. Verständlicherweise. Let's get it on, los geht's. Und die Acolytes of the Bomb sind natürlich hier World Championship hin oder her, die Favoriten, denn die beiden sind eingespielt, haben die Dynamik, wissen, wie ein Tag Team Championship Match läuft. Und Dogme da auch direkt mit dem ersten Konter, springt allerdings ein bisschen übermotiviert ins Leere, kriegt aber die Arme hoch, kann das Bein benutzen, um zu kontern. Müssen beide natürlich erstmal, sowohl der World Champion als auch die Tag Team Champions, erstmal hier ihr Footing finden. Aber genau das versucht Adrian Punkle zu unterbinden. Greift sogar direkt das Bein an. Greift auch den Tag Team Partner von Dogmeat an. Also Roadblock da erstmal aus dem Geschehen genommen. Und das ist natürlich ein großer Vorteil für den World Champion Adrian Punkle. Der ist es natürlich gewöhnt, One-on-One gegen seine Gegner zu gehen. Und ich glaube, da gibt es aktuell auch kaum einen besseren bei Night Wrestling. Und deswegen ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis Team Black Knight hier die Führung übernimmt, wenn das hier nur eine 1 gegen 1 Auseinandersetzung von Black Knight gegen zum Beispiel Dogmeat wird. Jetzt versucht der Roadblock da wieder sich zu rächen für die Aktion von eben. Aber schafft es nicht so ganz. Und da oben wird jetzt hier Black Knight angegriffen. DDT auf den Apron. Holy shit. Oh my freaking God. Der GM von Night Wrestling ist hier komplett im Arsch. Oh, schöner Northern Light Suplex da mit der Brücke, aber es ist nicht mal die 1. Dogmeat hier gezwungen, für sich alleine zu kämpfen. Sein Tag Team Partner ist da im Ring, aber der weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Der taumelt da nur hin und her. Genauso wie Dogmeat jetzt selber. Side Effect auf den harten Untergrund. Aua. Das sind Schmerzen, meine Damen und Herren. Greift er jetzt den Arm an, haut den auch noch auf den harten Betonboden. Und Salt mischt sich da jetzt ein, versucht ihre Tag Team Champions irgendwie zu verteidigen. Mit den Waffen einer Frau halt. Oder zumindest mit den Waffen eines Managers. Adrian Punk geht ja wieder in den Ring und Roadblock zieht sich da ein bisschen zurück. Wir sind bei 6. Wir müssen dran denken, die Champions hier, die verlieren ihre Championship nicht durch Countout. Und da wird schon wieder Roadblock angegriffen, aber Dogmeat kommt jetzt seinem Tag Team Partner endlich zu Hilfe. Kann jetzt versuchen, endlich mal einen Fuß in die Tür zu kriegen. Irish Whip, inside, kommt zurück, schöner Punch to the gut. Oh, den Neck-Snap. Autsch. Und jetzt geht's hier rund. Sagt Dogmeat, die Storms. Adrian Punk tut ihm den Gefallen, versucht immer wieder aufzustehen und kriegt immer wieder einen neuen Schuh auf die Brust. Cover da jetzt. Black Knight guckt nur zu, hat Vertrauen in seinen Tag Team Partner, in den World Champion von Night Wrestling. Und der kickt auch bei 1 aus. Also da ist auf jeden Fall noch eine Menge Benzin im Tank übrig. Jetzt haben wir den Big Man. Roadblock versucht hier die Straße zu blockieren für das Tag Team von Black Knight und Adrian Punk. Oh, der Claw Slam. Ouch. Und das ist halt einer der Gefahren, die hier das Team von Black Knight und Adrian Punk, ja, das ist eine Herausforderung, die die beiden managen müssen, denn euch wird aufgefallen sein, die haben noch nicht wirklich getaggt. Und dementsprechend ist Adrian Punk jetzt schon eine ganz, ganz schöne Weile im Match. Und jetzt fängt es langsam an, sich in die andere Richtung zu entwickeln. Die Tag Team Champions haben hier die Kommunikation, können taggen, können die Tag-Aktion zusammenbringen. Schöne Axe-Handle auf den Rücken. Und Black Knight ist da draußen am Ring gezwungen zuzuschauen, wie sein Tag Team Partner hier ja, systematisch zerstört wird. Nächste Tag-Aktion jetzt. Der Big Man auf der Top Rope kriegt den Assist von seinem Partner. Was für ein Shoulder-Tackle. Und jetzt versucht hier der World Champion zu seinem Tag-Partner zu kommen. Aber er schafft es nicht. Weicht aus. Kann hier jetzt den Hinterkopf von Roadblock sichern.
und geht jetzt hier für die Submission. Weiß ich nicht, wie smart das ist. Er müsste eigentlich probieren, hier zu seinem Tag-Partner zu kommen. Aber da ist Salt schon wieder. Und er geht wieder auf die Provokation von Salt ein. Und wird dementsprechend wieder im Ring getrappt. Im Match weitergehalten. Kann jetzt hier aber Roadblock. Oh my God. Over the top schmeißen. Während es dann eine Diskussion von Referee und Managerin gab. Und ich glaube, das hatte jetzt direkt Konsequenzen. Die gibt's auch für Roadblock. Twist of Fate. Pretty much out of nowhere, aber Dogmeat kann kommen, kann helfen, kann die Championship-Träume von den Acolytes of the Bomb aufrechterhalten. Und in der Tat ist es so, die Konsequenz ist getroffen. Salt wird hier aus dem Match verbannt, ist jetzt hier Backstage geschickt worden und kann nicht mehr helfen. Oh, Black Knight ist jetzt auch drin, springt aber ins Leere, schöner Dropkick von Dogmeat, der jetzt hier furios den GM seines eigenen Brands angreift. Punches in Bunches in die Fresse des GMs. Schöne Clothesline, hält aber fest. Noch eine Clothesline, hält sich immer noch fest. Und die dritte hinterher. Dogmeat will jetzt hier für was Großes gehen. Weicht runter aus. Crossroads! Nummer 3 am heutigen Abend. 1, 2 und da kommt lieber Adrian Punk und hält die Championship-Träume des Teams von Black Knight und Adrian Punk am Leben. Dogmeat ist damit nicht so zufrieden, aber bleibt weiter bei der Sache. Und das ist halt auch einer der Unterschiede der beiden Teams. Die Acolytes of the Bomb machen hier den fokussierteren Eindruck. Der Ellbogen ist allerdings oben von Black Knight. Schöne Clothesline. Kommt da aus der Corner. Dogmeat will da zu Roadblock. Wird aber aufgehalten vom GM. Oh, Punch da in der Corner. Die illegale Tag-Aktion, aber die bringt jetzt hier den Vorteil. Hat jetzt hier die Powerbomb Alley-Oop Facebuster. Cover jetzt von Black Knight gegen Dogmeat. Der kickt aus bei 1. Da ist es nicht mal eng irgendwie in irgendeiner Weise. Clothesline. Ja, da langsam schleicht sich so die Unkonzentriertheit bei Team Acolyte of the Bomb ein. Und die Konsequenz ist jetzt ein Cut an der linken Schläfe von Dogmeat. Schöner Kick to the gut. Oh, das habe ich schon mal gesehen. Panama Sunrise! Aber der direkte Tag. Damit hat Black Knight nicht gerechnet. Das kann ich euch versprechen. Kann aber den Irish Whip setzen und seinen Gegner in der Corner trappen und schnell selber für den Tag zu seinem Adrian Punk gehen. Der jetzt hier die... Oh, no! Oh mein Gott, da haben sie das falsche Urteil getroffen und Roadblock einfach nur Zeit zum Recovern zu geben. Und der konnte daraus Kapital schlagen, den DDT setzen. Allerdings ist jetzt wieder der Tag Team Partner der Acolytes of the Bomb raus aus dem Geschehen. Das machen halt die beiden sehr, sehr gut. Die halten immer den Tag Team Partner beschäftigt, versuchen hier den Kommunikationsvorteil, den die Acolytes of the Bomb haben, so gering wie möglich zu halten. Sind jetzt hier bei der 5. Und ich bin ehrlich mit euch, ich glaube, die Acolytes of the Bomb, die nehmen hier den Countdown mit. Deswegen sollte Adrian Punk jetzt hier schnell gucken, in den Ring zu kommen, um auch seinem Tag-Team-Partner zu helfen, der jetzt hier im Ring ist und auch nicht weiß, wo oben und unten ist. Adrian Punk hat jetzt Roadblock auf der Top Rope. Was soll hier folgen? Nein, nein, nein. Twist of Fate von der Top Rope. Für die 3, aber da ist Dogmeat und kann seinen Tag-Team-Partner retten. Und das gibt natürlich jetzt die Rache des World Champions, der jetzt hier die Energie des Publikums sucht, hier endlich die Acolytes of the Bomb thronen will, greift jetzt hier den Arm an vom Big Man. Aber Dogmeat ist wieder da am Ring und könnte wieder helfen. Deswegen kommt Adrian Punk rüber und schaltet ihn nochmal aus. Irish Whip aus dem Ring. Wie so ein Sack Müll einfach entsorgt. Aber da ist Roadblock und versucht jetzt daraus wieder den Vorteil zu ziehen. Schöner Spinebuster. Adrian Punk zieht sich aus dem Ring zurück. Oh Gott, ja, einfach mal den Bauch benutzen. Warum nicht?
Hat jetzt hier den Fireman's Carry am Start. Autsch! Count of five. Wir sind jetzt hier schon fast ja, an so einem Art Waffenstillstand irgendwie angekommen. Beide haben sich so das Beste gegeben, was sie zu geben haben und sind sich nicht sicher, wie es hier weitergehen soll. Schöner Float over Neckbreaker. Und Adrian Punk wartet da jetzt in der Corner darauf, dass sein Gegner aufsteht. Und der tut's auch. Oh, Ellbogen ist aber oben. Schöner Armdrag da. Noch mit dem Gesicht voraus in die Matte. Schönes Bein weggezogen. Nee, nee, der wird doch nicht etwa. Chokeslam! What the hell? Und mit dem einen Chokeslam gewinnt Adrian Punk fast im Alleingang die Tag Team Championships. Craziness. Also es ist fast so, als ob Black Knight hier ja seinen Söldner eingestellt hat, sich kaum am Match selber beteiligt hat und Adrian Punk hier die ganze Arbeit hat machen lassen und sich jetzt mit dieser Championship ja berühmt quasi, absolut eklig. Keine Ahnung. Easy Match. Ja, war auch easy. Wäre auch easy, wenn ich die ganze Zeit am Ringrand rumstehe und zuschaue, wie mein World Champion die Tag Team Champions verkloppt. Ah, da war ja nicht. Ich habe ja auch ein bisschen was gemacht. Also das war ein easy Match. Und so, ja. Deswegen. Auf jeden Fall, denke ich, geht's festzuhalten, dass auf jeden Fall ein würdiges Main Event von der ersten Nacht von TakeOver Heilige Schildkröte war. Wenn ja, wenn ihr das genauso seht, so rum, dann lasst auf jeden Fall auch gerne ein Like da. Würde ich mich eh immer drüber freuen. Lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da. Schaut auf jeden Fall auch gerne bei Luca rein, denn der hat auch sein Community-Universe gestartet. Und ansonsten, ja, werden wir uns dann bei Night 2 sehen. Ich hoffe, da seid ihr auch am Start. Ciao! Wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.